I can tell you that while you're talking, Putin keeps killing. Während wir sprechen, tötet Putin weiter. You already mentioned the name of Peter Verzilov. Sie haben natürlich bereits erwähnt, dass Peter Verzilov auch dieselben Symptome hatte und der war ja auch in der Charité. Es gab ja Fälle, da sind Menschen sogar mehrfach vergiftet worden. Sie haben ja Anna Politkovskaya bereits erwähnt, die ja auch einmal vergiftet worden war mit einem Tee und dann war das nicht erfolgreich und später wurde sie an Putins Geburtstag 2006 erschossen. Es gibt eine ganz, ganz lange Liste von Putins Gegnern, die starben, plötzliche Herzinfarkte, Vergiftungen, erschossen. Stellen Sie sich mal vor, dass dieser Versuch, dass das ohne die Führung hätte passieren können. Er ist natürlich ein Fake-Präsident, dieser Putin, er ist ein Diktator. Also sprechen Sie doch einfach nicht über Wahlen. Das ist total unter Kontrolle von Putins Partei. Nawalny hat ihn natürlich eine Bande von Dieben und Gangstern genannt und er hat ja völlig recht damit. Und natürlich Putins Freunde hassen alle Nawalny, weil er die Korruption anprangert. Kann man sich überhaupt vorstellen, dass jemand Nawalny angreift, ohne dass Putin davon wusste und dass er das abgesegnet hat? Putin schaut jetzt natürlich nach Belarus und der hat Angst, dass das russische Volk aufsteht, so wie es im Augenblick in Belarus zu sehen ist. Und jetzt ist natürlich Nawalny aus dem Spiel. Und das war natürlich ein ganz naheliegender Schluss.